trennt euch euren Knappen unter den Arm und bügelt das Kettenhemd. Mit Chivalry 2 ziehen wir an vorderster Front in wilde Mittelaltergefechte. Der vielversprechende Multiplayer-Slasher ist endlich erschienen und ich habe mich für euch ein weiteres Mal aufs Schlachtfeld gewagt. Und eine Nachricht gleich vorweg, auf die alle gewartet haben. Ja, es gibt immer noch genug Hühner zum Werfen. Okay, genug von den Hühnern diesmal. Die wichtigste Frage ist natürlich, ob Chivalry 2 wirklich die epische Mittelalter-Sause geworden ist, die sich schon in der Beta-Phase andeutete. Und auch hier sei jetzt schon gesagt, sehr wohl. Zumindest, wenn ihr kein hochkompetitives, perfekt durchbalanciertes Multiplayer-Großkaliber erwartet. Doch bevor wir auf dem Rücken unseres stolzen Rosses Richtung Kritikpunkte galoppieren, sollte ich euch besser auf die bevorstehende Schlacht einstimmen. Gleich eines wackeren Heerführers, der vor dem Gemetzel an der Spitze seiner Truppen eine pathetische Brandrede hält. Denn genau so werden auch die meisten der Spielrunden in Chivalry 2 überhaupt erst eröffnet. Und das zeigt schon eine der ganz großen Stärken dieses Mehrspieler-Abenteuers. Von der ersten Sekunde an zieht euch Chivalry 2 ins Geschehen. Klar, die Story wird euch nur anfangs in einer kurzen Sequenz skizziert und wer genau wissen will, was es mit Mason Order oder Agatha Knights auf sich hat, muss sich im Hauptmenü durch die Chronikeinträge wühlen. Aber was jucken mich die Hintergründe dieser Schlachten, wenn die Gefechte selbst schon alles haben, was die Ritterseele begehrt und für ein hervorragendes Mittendrin-Gefühl sorgen? Da werden Mauern gestürmt, Tore eingeschlagen, Pfeile fliegen umher und heftige Zweikämpfe werden ausgefochten. Chivalry 2 unterhält sowohl mit seinen martialischen Gefechten, die eine unheimliche Wucht entfalten und gelegentlich klar machen, wie furchtbar und chaotisch so eine echte Ritterschlacht eigentlich sein konnte. Gleichzeitig bringt einen das Spiel mit Slapstick-Momenten und absurden Kriegsrufen immer wieder zum Lächeln. Beispielsweise, wenn man von einer Balliste einmal quer über die ganze Karte geballert wird. Diese Mischung klingt, als würde das Spiel ständig den Ton wechseln, doch das ist gar nicht so übel und sorgt selten dafür, dass wir wirklich komplett aus dem Geschehen gerissen werden. Seine dichte Atmosphäre erzeugt Chivalry 2 aber nicht nur mit den blutigen Schlachtszenen und absurden Momenten. Die verschiedenen Spielmodi sind ebenfalls darauf ausgelegt, dass wir uns wie bei einer echten Belagerung fühlen. Ich habe bei echten übrigens mit meinen Händen noch zwei dicke Anführungszeichen angedeutet, bevor mir hier irgendjemand Geschichtsverklärung vorwirft. Neben Team Deathmatch und Free for All gibt es in Chivalry 2 den großen Team Objective Modus. Hier geht es stets darum, sich auf einer riesigen Karte bis ans Ende durchzukämpfen oder eben genau das zu verhindern. Der Clou ist dabei, dass jede Etappe der insgesamt 5 Objective-Karten aus einer anderen Herausforderung besteht und diese sich von Karte zu Karte unterscheiden. Mal gilt es, einfach nur einen Rambock zu schieben, manchmal müssen wir aber auch Gefangene befreien, einen Vorhof erobern oder gar Trieböcke in die Luft jagen. Die Schlachten erzählen so ganz verschiedene Geschichten, die auch recht düster sein können. Das Gefecht von Coxwell beginnt etwa damit, dass die Ritter der Masons vor den Mauern sich auf einfache Bauern stürzen, die sich höchstens mit Mistgabeln zur Wehr setzen. Später wird dann das Gold der Stadt geplündert. Es werden hier also zwei Fliegen mit einem Flegel erschlagen. Die Schlachten versprühen eine grandiose Atmosphäre und gleichzeitig setzen die verschiedenen Missionsziele immer wieder andere Gameplay-Strategien voraus. Selbst die drei Deathmatch-Karten passen gut zum Geschehen. Denn eine stellt eben eine offene Feldschlacht dar, während zwei weitere eine Arena und ein Turnierfeld abbilden. In seiner Summe sind 8 Karten immer noch überschaubar, aber die Entwickler wollen nach dem Release auch neue Maps beisteuern. Ein Problem der großen Karten ist aktuell noch die Balance. Nach mehreren Runden wird ziemlich deutlich, dass Angreifer die deutlich schlechteren Chancen auf einen Sieg haben als die Verteidiger. Die wissen inzwischen nämlich sehr gut, wie sie vor allem mit Feuer Zugangspunkte dicht machen können. Und Etappen wie die Brücke vor Lionspire sind ohnehin wahre Todeszonen.
Die Gefechte machen trotzdem Spaß und wenn ein Angriff mal gelingt, dann fühlt sich das richtig verdient an. Hundertprozentig optimal ist dieses Ungleichgewicht aber natürlich nicht. Rein optisch gibt es jedoch wenig zu meckern. Jede Karte sieht stimmungsvoll aus, bietet genug Platz für bis zu 64 Spieler und aufgrund der Etappen mangelt es nicht an optischer Abwechslung. Die drei Spielmodi könnt ihr wahlweise auch mit bis zu 40 Spielern statt 64 bestreiten. Die Karten bleiben dann gleich groß, was für etwas weniger Chaos sorgt und wodurch es öfter auch mal zu ungestörten Duellen kommt. Außerdem sinkt so die Wahrscheinlichkeit auf Bots. Große Matches werden immer auf 64 aufgestockt, selbst wenn nur 50 Spieler da sind. Der Rest sind dann eben KI-Soldaten, die strunzdumm agieren und sich problemlos niedermachen lassen. Das kann manchmal nerven, doch gerade neuen Spielern kommt so ein einfaches Erfolgserlebnis auch mal ganz recht. Während in den ersten zwei Wochen nach Release die Server in der Regel voll waren, ist es inzwischen trotz Crossplay keine Seltenheit, dass Bots die Ränge füllen. Noch ist das Spiel aber weit davon entfernt, an Spielermangel zu leiden. Etwas ärgerlicher ist da, dass es auch jetzt noch zu verschiedenen Verbindungsfehlern kommen kann. Mal stellt das Spiel gar keine Verbindung zu einem bestimmten Server her, mal gibt es aus unerfindlichen Gründen einen ziemlich heftigen Lag. Allgemein kann es regelmäßig passieren, dass Charaktere über die Map gleiten oder Pfeile einfach in der Luft stehen. Hier sollten die Entwickler nochmal mit einigen Updates nachhelfen. Jetzt, wo wir das Schlachtfeld und den Rahmen abgesteckt haben, kommen wir mal zu den ehrenhaften Zweikämpfen. Die wichtigste Regel zum ehrenhaften Zweikampf in Chivalry 2 lautet: Es gibt keinen ehrenhaften Zweikampf. In Chivalry 2 werdet ihr Dreck fressen. Ihr werdet umzingelt und dann von drei mit Keulen bewaffneten Grobian zu Kleinholz verarbeitet. Die Kunst ist hier, dass das alles trotzdem irgendwie Spaß macht. Die Kämpfe treffen genau die richtige Mitte zwischen Anspruch und Übersicht. Schon der Genre-Konkurrent Mordhau hat das Kampfsystem aus dem ersten Teil extrem weiterentwickelt, aber eben auch ein wenig kompliziert gestaltet. In Chivalry 2 verliert ihr nicht ganz so leicht die Übersicht. Im Kern bleibt weiterhin die Möglichkeit, Gegner auf drei verschiedene Arten anzugreifen. Entweder ihr schwingt eure Waffe von links nach rechts, was vor allem bei Schwertern lohnenswert ist, oder ihr spießt die Gegner auf, gerne auch aus vollem Lauf mit einer Hellebarde. Zuletzt bleibt die Möglichkeit, von oben zuzuschlagen, wobei vor allem Äxte und Hämmer zur Geltung kommen. Diese Angriffsarten lassen sich auch kombinieren und indem ihr die Maus oder den rechten Stick beim Angriff in eine Richtung bewegt, könnt ihr die Angriffsfläche vergrößern oder Feinde früher treffen. Ergänzt wird das Bewegungsarsenal um Finten oder Tritte, mit denen ihr Verteidigungen umgeht. Anders als im Vorgänger können Paraden gehalten werden und wer das mit eigenen Angriffen kombiniert, kann sogar direkt kontern. Das Kontern funktioniert in der Regel mit schnellen kleinen Waffen, aber besser als mit großen Zweihändern. In seiner Summe entsteht so ein sehr spaßiges, gut funktionierendes Schwertgeklapper. Allerdings eignet sich Chivalry 2 tatsächlich weniger für hochprofessionelle Duelle. Das System ist eben darauf ausgelegt, auch mal in Unterzahl zu kämpfen oder gleich wildschreiend in die Masse zu rennen. In einem Moment fühlt ihr euch noch wie Ritter Siegfried in seinen besten Tagen. Und im nächsten seid ihr plötzlich der überforderte Knappe, der keinen Stich macht, bevor er von einem fliegenden Fass oder einem der Dutzend interaktiven Map-Objekte erschlagen wird. In beiden Fällen gilt aber weiterhin, es macht einfach einen Heidenspaß. Ich kenne wenige andere Multiplayer-Spiele, in denen Sterben so selten frustriert. Manchmal kann man nicht anders, als über sich selbst zu lachen. Dummerweise schlägt das alles auch auf den kompetitiven Anspruch und sorgt letztlich sogar dafür, dass die Langzeitmotivation irgendwann nachlässt. Denn Chivalry 2 treibt uns gar nicht so sehr dazu, an den eigenen Fähigkeiten zu fallen. Schließlich seid ihr nie davor gefeit, letztlich doch wieder zum Prügelknaben einer ganzen Gruppe zu werden. Aber bis dadurch die Motivation komplett flöten geht, solltet ihr sehr wenige echte Frustmomente erleben. Nervig ist eigentlich nur, dass in jedes Match Spieler mit allen Skill-Leveln geschmissen werden. Das Spiel unterscheidet nicht zwischen 40 Stunden Edelritter und blutigen Anfängern.
Neben den eigenen Erfahrungswerten und dem geschulten Umgang mit seinen Waffen schlägt sich lange Spielzeit vor allem darin nieder, dass ihr die vier Klassen aufstufen könnt. Es besteht die Wahl aus Bogenschütze, Fußsoldat, Vorhut oder Ritter. Ritter sind schwer gepanzert, dafür aber etwas langsamer. Fußsoldaten sind die beste Mischung aus mittelschwerer Rüstung, Geschwindigkeit und sehr anpassungsfähigen Unterklassen. Die Vorhut hält weniger Schaden aus, kann aber sehr kraftvolle Schläge austeilen. Und dann wären da noch die Bogenschützen. Die Klasse ist mit ihrem Fokus auf Fernkampf, natürlich bei den meisten anderen Nahkämpfern, eher unbeliebt, spielt sich aber eigentlich gar nicht so überlegen. Die Pfeile sind sehr langsam und machen oft kaum Schaden. Hier muss man wirklich viel üben, bevor man damit richtig Spaß haben kann. Je höher das Level, umso mehr Mordinstrumente und Unterklassen schaltet ihr für jede Klasse frei. Statt eines ritterlichen Offiziers mit Zweihänder könnt ihr dann auch ein Wächter mit Schild und Streitaxt sein. Die Unterklassen spielen sich dadurch zum Teil deutlich anders. Als Vorhutsoldat können wir beispielsweise irgendwann den Laurer freispielen, der mit seinen Wurfmessern und Kurzschwertern der perfekte Attentäter ist und mit dem es sich auch mal lohnt, feige Bogenschützen mit noch feigeren Angriffen von hinten abzumurksen. Wirklich deutlich stärker als andere Klassen oder Waffen sind die freispielbaren aber eigentlich nicht. Es kann höchstens sein, dass euch ein Spielstil besser liegt. Blöd ist nur, dass sich das Freischalten recht langwierig anfühlt. Gerade da zwischendurch auch Waffen freigeschaltet werden, die man vielleicht gar nicht braucht. Wie ein neues Handbeil oder sowas. Dadurch fühlt sich Chivalry 2 recht grindig an, obwohl zumindest das Freischalten der Subklassen mit ca. 3 bis 4 Stunden in der Praxis gar nicht so lange dauert. Wenn ihr aber wirklich alle Waffen wollt, könnt ihr locker nochmal mehr als das Doppelte pro Oberklasse einplanen. Als zusätzliche Motivationskarotte versucht Chivalry 2 Spieler mit kosmetischen Anpassungen zu locken. Ihr könnt alle Klassen also optisch umgestalten und dann einen männlichen oder weiblichen Kopf wählen. Ganz so absurde Freiheiten wie bei Mortow habt ihr aber nicht. Allgemein müsst ihr die Ausrüstungsteile nicht nur freischalten, sondern auch mit Gold kaufen, das ihr euch nach Spielrunden verdient. Wahlweise ist es auch möglich, echtes Geld in die Hand zu nehmen und damit sogar das Freischalten zu überspringen. Die Preise bewegen sich in einem vernünftigen Rahmen, wirklich günstig sind die kosmetischen Gegenstände aber nicht. Für eine seltene und eine weniger seltene Rüstung gleichzeitig zahlt ihr grob gerechnet etwa 5 Euro. Um denselben Kram ohne echtes Geld zu bekommen, wären in etwa 6 Stunden Spielzeit vonnöten. Alle Gegenstände sind jedoch rein kosmetischer Natur und geben zumindest noch einen kleinen Anreiz, um Chivalry 2 etwas länger zu spielen. Dieser Anreiz reicht aber nicht für 60 Stunden oder mehr. Auch wenn der Slasher im Grunde eines der unterhaltsamsten Multiplayer-Spiele des Jahres ist, geht ihm mit der Zeit die Luft aus. Irgendwann habt ihr jede absurde Situation mal gesehen, jeden Spruch geklopft und jede Schlacht geschlagen. Damit Chivalry 2 nicht dasselbe Schicksal wie sein Vorgänger ereilt, müssen die Inhalte nach Release einschlagen. Geplant sind hier neue Maps, Waffen und Reittiere. Bislang können wir nur auf Leitern reiten. Gut, die deutsche Übersetzung hat auch noch so ihre Probleme. Wie gesagt, Chivalry 2 ist nicht perfekt. Es gibt Probleme bei der Balance, der Stabilität und der Langzeitmotivation. Doch trotzdem werdet ihr eine grandiose Zeit haben. Denn intensivere Schlachten im Mittelalter, die so wenig frustrieren und einfach nur Spaß machen, findet ihr sonst gerade eigentlich nirgendwo. And pray for a leader to ignite the flame.